Passation de pouvoir bei der Lützebäuer Armee eng 300. Invitier waren an der Ettelbrecker Deichhalmat dabei, wie der General Mario Daubenfeld am Kader von enger feierlicher Militärzeremonie Nachfolger vom vierigen Chef vom Etat-Major, dem General Gaston Reinisch-Ginas. Eng letzte Köyer aus der schädende Kommandant 400 Trupp passiert. Les critères d'employabilité des forces armées sont au niveau des normes de l'OTAN. Le budget de la défense reflète l'investissement réel. Le pourcentage en coût en investissement par rapport au budget total est un des plus élevés au sein de l'Alliance. En résumé, il a été possible d'inscrire tous les indicateurs pertinents de l'effort de défense dans une tendance positive. Il reste cependant encore beaucoup à réaliser. Il s'agit de poursuivre le processus de réorganisation de la structure de l'armée. Der Gaston Reinisch war seit 5 Jahren Kommandant von der Armee und der Lomomber von der Lützebäuer Repräsentation bei den Vereinten Nationen zu New York. Ich bin aber in den 37 Jahren an dem Betrieb geschafft. Hat. Also ich war ja emotionell dazu verlassen. Ich habe vieles erlebt. Wir konnten vielleicht einiges bewirken. Aber das ist gut so, das soll so weitergehen. Ich meine, auch die andere Seite, den Challenge, den ich für Roma habe, als auch nicht von für eine Besseren, und dafür hole ich dir ganz gerne um. Der neue Kommandant von der Lützebäuer Armee, der General Mario Daubenfeld, war bislang permanente Lützebäuer Militärvertreter bei der NATO zu Brüssel. Der Verteidigungsminister Jean-Marie Halsdorf. Der General Mario Daubenfeld ist ein digne Successeur. Il sera le 16e Chef de l'Armée depuis la Seconde Guerre mondiale. Comme le General Reinisch, il jouit d'une longue expérience qui lui sera utile et précieuse pour continuer l'œuvre de ses prédécesseurs. Une armée n'est pas encore figée. Elle doit affronter des menaces sur nos sociétés qui sont multiples et qui évoluent. L'armée qui protège notre mode de vie et nos valeurs doit constamment s'adapter pour pouvoir y faire face. Ob der neue Chef vom Etat-Major der Warden Luengrei Herausforderungen zu den Prioritäten gehören die Auslandsmissionen und Weiterführung von der Armeereform. Die Challenge für die Zukunft ist, für die Reform, die schon für eine längere Zeit angefangen gehen, ist, für die Führung zu führen, um richtige Weg zu behalten und eventuell verschiedene Anpassungen zu machen, wann die dann zu machen sind. Mit der Himmel stand als die offizielle Militärzeremonie oben angegangen.